Hallo und willkommen zurück bei Harry Potter und die Kammer des Schreckens für den Game Boy Advance. Ich habe Kaffee und bin ausgeschlafen und ja, bin quasi bereit, jetzt die nächsten Passagen in Angriff zu nehmen. Und es geht jetzt los mit dem Duellierclub. Kommt näher, hier herüber. Nun, Professor Dumbledore hat mir die Erlaubnis erteilt, diesen kleinen Duellierclub zu gründen. Und euch auszubilden für den Fall, dass ihr euch verteidigen müsst, wie ich selbst in zahllosen Fällen getan habe, nachzulesen in meinen Büchern. Ich stelle euch jetzt alle zu Paaren zusammen. Professor Snape wird mir helfen. Der Assistent, genau. Ich glaube, es ist Zeit, das Traumpaar zu trennen. Schauen wir mal, was du aus dem berühmten Potter machst, Malfoy. Ganz toll. Ich zähle bis drei. Dann sprecht ihr eure Zaubersprüche und entwaffnet den Gegner. Nur entwaffnen. Wir wollen keine Unfälle. Eins, zwei, drei. Ich kann gerade überhaupt nichts machen. Es geht alles automatisch. Weg von ihm! Du bist ein Paselmund. Warum hast du es uns nicht erzählt? Ich bin ein was? Ein Paselmund. Du kannst mit Schlangen sprechen. Einmal habe ich aus Versehen eine Boa Constrictor im Zoo auf meinen Vetter Dudley losgelassen. Und das war, bevor ich wusste, dass ich ein Zauberer bin. Es ist keine sehr verbreitete Gabe, Harry. Das ist schlecht. Was ist falsch daran, wenn ich eine Schlange davon abhalte, andere Leute anzugreifen? Justin wäre jetzt vielleicht nicht mehr am Leben, wenn ich nicht eingegriffen hätte. Ist doch egal, wie ich es angestellt habe. Es ist nicht egal, denn Salazar Slytherin war berühmt dafür, dass er mit Schlangen reden konnte. Deshalb ist das Symbol des Hauses Slytherin eine Schlange. Und jetzt denkt die ganze Schule, du bist Slytherins Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßenkel oder so ähnlich. Aber das bin ich nicht. Slytherin lebte vor ungefähr einem Jahrtausend. Nach allem, was wir wissen, könntest du es sein. Wir müssen den Vielsafttrank fertigstellen. Alles klar, aber ich bin nicht der Erbe Slytherins. Okay, das war eine sehr zusammengeraffte, Szene. Wir haben jetzt fast alles für den Vielsafttrank. Knöterich, Blutegel und Baumschlangenhaut. Wir können heute das Flussgras pflücken gehen, es ist nämlich Vollmond. Wir treffen uns dann beim Gewächshaus auf den Hogwarts-Ländereien. Jawohl, machen wir. Dann gehen wir da auch direkt hin, weil ich kann jetzt sowieso nicht großartig was anderes machen. Oh, es regnet. Cool. Ich mag das ja immer, wenn Spiele das hinkriegen, dass sie unterschiedliche Witterungen haben. Und wenn es dann gut gemacht ist, und ich sag mal, für ein Game Boy Advance-Spiel ist das völlig in Ordnung gemacht. Es ist eigentlich auch gar nicht nötig, dass es regnet. Sie haben es halt einfach gemacht, weil sie es können. Finde ich gut. So. Irgendwo hier geht es zu den Gewächshäusern. Hier, da sind wir schon. Harry, das Flussgras müsste hier irgendwo stehen. Geh hinein und sieh dich um, aber sei vorsichtig. Die Venemosa Tentacula ist jetzt bereits voll ausgewachsen. Versuch doch mal, sie mit Incendio zu bekämpfen. Da wird Madame Sprout sich aber freuen, wenn wir ihre Pflanzen abfackeln. Oh. Ups. Okay. Die nimmt nicht so wirklich viel Schaden, ne? Kann das sein? Ui. Aber ich... Kannst du mal aufhören, du Mistvieh? Ja, ich habe ja auch noch Mega-Power-Trank, also ich komme da schon irgendwie klar. Muss halt immer nur abwarten, dass man einen geeigneten Moment findet. Und man muss tatsächlich voll aufgeladen auf sie feuern. Ich könnte mal eben ganz kurz von Stinkbombe auf Megapowertrank umstellen, damit ich im Fall der Fälle mich wenigstens wehren kann. Jetzt ist so ein Fall der Fälle. Das war gerade noch im letzten Moment. Oh, Mann. Viel fehlt ihr nicht mehr, aber mir blöderweise auch nicht. Sie wird schon kleiner. Wenn sie so im Kreis feuert, sollte man natürlich jetzt nicht unbedingt großartig anhalten.
Nein! Oh, verdammt. Ja, ich habe es gerade gemerkt, dass ich zu spät dran war. Moment, 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 Moment. So, ich konnte gerade nicht. Also nochmal. Ja, super. Gleich einmal erwischt. Ich weiß jetzt auch nicht, nimmt sie mehr Schaden, wenn gerade ihr Maul offen ist? Wahrscheinlich nicht. Ja, jetzt komme ich gerade schon ein bisschen besser klar. Man muss natürlich erstmal gucken, wie reagiert der Boss, in welchem Rhythmus muss man laufen, in welchem Rhythmus muss man feuern. Dann geht es eigentlich ganz gut. Ja, es ist schon fast platt. Also beim zweiten Versuch geht es gerade schon wesentlich besser als beim ersten. Natürlich gibt es wieder diese Könner, die das gleich im ersten Mal hinkriegen. Oh. Aber das Problem ist, jetzt bin ich schon wieder so gut wie tot und habe keinen Trank mehr. Oh, Mist. Ich hätte jetzt noch einmal treffen müssen. Okay, es wird aber jedes Mal besser, so wie es aussieht. Wie gesagt, dass ich keinen Trank mehr habe, ist jetzt schade. Ich könnte natürlich nochmal irgendwo auffüllen, aber warum soll ich da jetzt ewig rumrennen? Was auch schön gemacht ist, ist, dass sie, je mehr Schaden sie nimmt, desto kleiner wird sie. Jetzt habe ich schon mehr als die Hälfte von ihr unten und habe zum Beispiel noch gar keinen Schaden eingesteckt. Also das ist wirklich eine reine Übungssache. Und der Kampf ist auch nicht wirklich schwer. Okay, jetzt hat sie mich einmal erwischt, mein Gott. Zweimal. Ja, weil ich jetzt schon wieder nachlässig werde, verdammt. So. Kann das sein, dass sie ein bisschen krätziger wird, wenn sie kleiner ist? Da feuert sie ein bisschen häufiger, ne? Oder schneller. Ich komm kaum noch dazu auf sie... Jetzt. Ah, okay, das Flussgras. Was ja totaler Schmarrn ist, weil die Venemosa Tentacula natürlich kein Flussgras ausspuckt eigentlich. Das wird nämlich am Fluss gezupft. Ich guck gerade, ob es hier noch irgendwas gibt, aber anscheinend nicht. Okay. Gut gemacht, Harry. Du hast das Flussgras gefunden. Jetzt haben wir alles, was wir für den Vielsafttrank brauchen. Wir treffen uns morgen früh in der Toilette der maulenden Myrte. Okay. Ich gehe besser nach unten in die Toilette, um mich mit Hermine zu treffen. Ja, aber vorher füllen wir noch unseren Trank auf. Sicher ist sicher. Ja, es war jetzt keine Glanzleistung von mir, aber ich habe es ja auch zum ersten Mal gespielt. Es ist diese Statue. Ich bin mir 100% sicher, dass die Statue das Rätsel um diese eine Tür löst. Wenn sie es nicht tut, dann nicht. Oder ist es halt wirklich dieser geheime Raum, von dem da immer die Rede ist? So, erstmal speichern wir das Ganze ab. Und dann ab aufs Klo. Dann machen wir auch wieder den altbekannten Weg. Machen wir nicht. Ich kann nicht ins Porträtzimmer. Das ist schade. Da muss ich jetzt zu Fuß gehen. Das heißt natürlich, dass jetzt wieder irgendwas passiert unterwegs. Wenn mich das Spiel schon zwingt, durchs Treppenhaus zu gehen, dann passiert irgendwas auf dem Weg da unten nach unten. Moment. Ach, wir haben ja hier noch einen Bonusraum. Stimmt ja. Na, den nehmen wir natürlich jetzt noch schnell mit. Wenn wir eh schon da sind, sonst vergesse ich den nur wieder. Thank you.
Moment. Ja, ich weiß, ich sehe schon die rote Bohne. Aber ich will natürlich trotzdem noch die Vase kaputt hauen. Noch eine rote Bohne. Dann darf ich mit Incendio die Spinnweben wegmachen. Und mit Sicherheit ist hier jetzt wieder irgendein Schalter unter so einer Täfelung versteckt. Oder da. Okay. Aha. Ui, das ist aber ganz schön groß hier. Moment. Halt, erst möchte ich mal gucken, wie groß ist denn das Ganze? Boah, geht so. Ein Raum links, einer unten und dann oben. Ja, okay, gut. Außer Bohnen wird es da jetzt nicht viel geben. Vielleicht noch ein Schokofrosch, das wäre ganz schön. Jawohl. Sehr gut. Oh, ich hätte es fast übersehen, die Spinnweben. ...74, es wird so langsam. Ne? Aber am Ende, es ist ja völlig egal, wenn auch nur eine fehlt, und das wird natürlich der Fall sein. Da war noch eine im Gemälde versteckt. Dann reicht es ja schon nicht. Und eine einzelne Bohne zu finden, wird dann schon übel, ne? Wenn man keine Ahnung hat, wo man sie übersehen hat. Noch ein Schokofrosch. Da kriegen wir jetzt gleich noch einen Blitz dazu in der Anzeige. Das ist nämlich wieder der fünfte Frosch. Schön ist auch, dass wir direkt geheilt sind. Also, dass wir den Blitz inklusive Heilung aufgefüllt bekommen. Es ist irgendein Klassenzimmer. ...78... Ich sag mal, wenn ich am Ende über 90 Bohnen habe, bin ich schon zufrieden mit meiner Leistung. Ja, ich sehe es. Ich muss... Ich muss den Stuhl verschieben. Blöderweise ist der Tisch noch im Weg. Das heißt, den muss ich hier irgendwie wegbekommen. Ach, ich darf ihn auch so verschieben. Okay. Gut. Da liegt doch noch eine Bohne, eben. Die hätte ich jetzt fast übersehen, die war hinter dem Globus gelegen. Hier mit den Statuen kann ich, glaube ich, nichts machen. Ich kann natürlich mal versuchen, sie anzuzaubern mit Aviforce. Das ist ja der Zauber, den wir eigentlich mit am seltensten bisher benutzt haben. Es kann natürlich auch sein, dass ich teilweise übersehen habe, dass man ihn irgendwo benutzen kann. Aber die Statuen, die man verzaubern kann, die sind meistens so dunkel eingefärbt. Schokofrosch, jawohl. Ist ein bisschen nervig, dass man da jedes Mal den erst anzaubern muss, bevor man ihn einfangen kann, aber okay. Also ich möchte mich jetzt über die Ausbeute in dem Bonusraum nicht beschweren. Also es waren doch etliche Bohnen. Es waren zwei Schokofrösche. Das ist schon okay. Ja. Hier ist jetzt wieder so eine Holztäfelung, auf die ich da ein bisschen achten muss. Allerdings kann man bei der jetzt nichts Verstecktes finden. Das Blöde ist, ich denke da auch immer nicht dran. Ich muss jetzt hier nochmal schnell schauen. Hier ist ja auch so eine Täfelung. Aber da ist jetzt nichts versteckt. Okay, dann glaube ich, haben wir den Raum fertig. Da gibt es jetzt auch keinen anderen Ausgang, ne? Nee. Okay. Ja gut, dann gehen wir wieder raus. Ganz kurz nochmal schnell schauen. Wir haben 84 Bohnen. Das ist nicht so schlecht, also... Allerdings, wenn die anderen natürlich dann in diesem versteckten Raum sind, an den ich nicht rankomme, bringt mir das alles gar nichts.
Wo wollten wir jetzt eigentlich hin? Ins Klo, genau. Ich warte ja immer noch darauf, dass jetzt auf dem Weg dorthin irgendwas passiert. Vielleicht hören wir nochmal die Stimme des Basilisken oder so. Bonus 5. Stock. War ich da überhaupt schon mal drin? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht. Das ist jetzt blöd, weil... Ich glaube schon... Ja, okay. Da habe ich schon durchsucht. Alles klar. Jetzt weiß ich nicht, ob da vielleicht nochmal irgendwo eine goldene Tür dazwischen war, aber ich unterstelle mal, dass ich hier alles gemacht habe. Ich kann auch mal kurz gucken, ob ich den Sessel verschieben kann. Da ist zum Beispiel jetzt ein leerer Kessel. Und ich hätte jetzt gedacht, dass der leere Kessel vielleicht dafür ist, den Unbesiegbarkeitstrank aufzufüllen. Aber der Kessel ist auch jetzt, nachdem wir den Trank entdeckt haben, immer noch leer. Oh, da ist Hagrid. Okay. Alles klar, Harry. Sie ist irgendwie gehetzt und verstört aus. Es ist alles okay. Ich gehe jetzt besser. Pass auf, Harry. Du solltest besser vorsichtig sein, wenn du in diesen Tagen allein durch die Gänge läufst. Danke, Hagrid. Und für diese Begegnung haben wir jetzt... Krankenflügel. Nee, da wollen wir nicht hin. Haben wir jetzt diesen Umweg in Kauf nehmen müssen? Merkwürdig. Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass wir nochmal die Stimme vom Basilisken hören. Okay, jetzt wissen wir warum. Sieh an, es ist der putzige kleine Potter. Warum lümmelt Potter hier? Angriff, Angriff, wieder ein Angriff. Kein Sterblicher oder Geist ist sicher. Rennt um euer Leben. Angriff. Ach Potter, du Schwein, was hast du getan? Du meuchelst die Schüler und freust dich daran. Ja, wir sehen, dass da ein Schüler auf dem Boden liegt. Das reicht, Peeves. Hier lang, Potter. Professor, ich schwöre, ich habe es nicht... Das liegt jetzt nicht mehr in meiner Hand. Das ist Colin Creevy, oder? Und jetzt dürfen wir in Dumbledores Büro. Sherbert Zitrone. Geh hoch zu Professor Dumbledores Büro und warte dort. Er wird bald kommen. Okay, dann gehen wir jetzt wohl nicht aufs Klo. Könnte ich denn theoretisch... Ich will's lieber nicht ausprobieren. Wir gehen jetzt in Dumbledores Büro, so wie es vorgesehen ist. Wir gucken mal, wie weit es dahin ist. Ja, doch. Es gibt ein, zwei Abzweigungen. Aber ansonsten ist es sehr linear. Gut. Die Wand sieht irgendwie komisch aus, ob man sie wohl bewegen kann. Stell dich neben die Wand und drücke den Aktionsknopf, um einen versteckten Eingang sichtbar zu machen. Okay. Das hat bei dem anderen übrigens nicht funktioniert. Das habe ich nämlich schon probiert. Moment, ich sollte vielleicht mal nicht unbedingt Incendio ausrüsten, weil das ist jetzt nicht der Zauber, den ich standardmäßig am häufigsten brauche. Okay, da haben wir Alohomora. Ah, okay. Kann das sein, dass man da gar nicht weiterkommt, wenn man Alohomora noch nicht hat? Oder ist der Raum jetzt neben mir optional? Es gibt auf jeden Fall eine Bohne. Noch eine, okay. Wir nähern uns der 90er-Marke. Kürbispastete. Das ist ganz schön weitläufig hier. Also diese Schränke und so weiter, die hatten wir jetzt zum Beispiel noch gar nicht. Deshalb muss ich erstmal gucken, ob ich da vielleicht irgendwo was machen kann, aber wahrscheinlich nicht. In der Vase war nichts. Warum wird der Raum dermaßen abgesichert, wenn am Ende außer einer roten Bohne nichts drin ist? Das irritiert mich jetzt schon wieder. Ist da wirklich nichts? Kann ich die Uhr verschieben? Nee.
Das ist merkwürdig. Seltsam, seltsam. Dafür machen die so einen Aufwand. Aber anscheinend ist hier wirklich nichts. Seltsam. Okay. Der war also optional. Geradeaus geht's weiter, das weiß ich. Ah, hier kommt jetzt wieder mal Arbivores zum Einsatz. Das wollte ich jetzt gerade nicht. Mein Controller hat gerade nicht richtig funktioniert. Ach ja, wir wechseln wieder zurück. Ein Schokofrosch. Also ganz gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass wir vielleicht tatsächlich eine volle Energieleiste bekommen. Ich fürchte halt auch, dass wir sie brauchen werden. Ne? Okay, hier geht es jetzt regulär weiter. Das sieht irgendwie merkwürdig aus hier. Soll wohl so da so aussehen, als würde sich der Boden spiegeln. Immer so unübersichtlich. Okay, da oben geht es dann gleich weiter. Das Gemälde hat nichts. Das ist doch mit Sicherheit wieder... Das sieht jetzt tatsächlich aus, als wäre es so eine versteckte Wand, die man öffnen kann, aber kann man anscheinend nicht. Naja, gut, man sieht auch, dass dahinter nichts mehr ist, aber... Ich habe halt echt Angst, dass ich hier sehr viel übersehe gerade. Ich glaube jetzt auch nicht, dass wir hier regelmäßig hin können. Ich weiß ehrlich gesagt, dass hier irgendwo noch eine Bildkarte ist. In Dumbledores Arbeitszimmer. Also ich hoffe, dass die jetzt hier in der Truhe ist. Harry, wirklich eine hässliche, eine missliche Lage. Ich hoffe, wir können diese Angelegenheit so schnell wie möglich aufklären. Es war nicht Harry, Professor Dumbledore. Sekunden bevor Justin gefunden wurde, ach, es war Justin Finch-Fletchley, genau, habe ich mit ihm geredet. Er hätte nie die Zeit gehabt, Sir. Ich schwör's vor dem Ministerium für Zauberei. Ich glaube nicht, dass Harry diese Leute angegriffen hat, Hagrid. Sie glauben nicht, dass ich es war, Professor? Nein, Harry. Aber ich muss dich fragen, ob es etwas gibt, was du mir erzählen möchtest, was es auch immer sein mag. Nein, es gibt nichts, Professor. Ja, wir... Na toll, jetzt sind wir nicht mehr in seinem Büro. Verdammt, aber da war eine Truhe, ich hab's gesehen. Wir brauchen immer noch Stückchen von den Leuten, in die ihr euch verwandeln wollt, um den Vielsafttrank fertigstellen zu können. Es wäre also am besten, wenn wir etwas von Crab oder Goyle besorgen könnten. Hört sich ja ekelhaft an. Und wie sollen wir das anstellen? Mach dir darüber keine Gedanken. Harry, ich kümmere mich darum. Wir sehen uns dann in der Toilette der maulenden Myrte. Also, erstens, ich möchte nochmal unbedingt in das Büro zurück, weil da oben war noch irgendwas. Das habe ich gesehen, als Dumbledore mit uns gesprochen hat. Aber es hat mich halt rausgebeamt. Oh, es ist Weihnachten. Das ist ja süß gemacht. Weil sonst haben wir ja hier immer normale weiße Kerzen gehabt. Und, jetzt haben wir halt Weihnachtskerzen. Ich möchte mal kurz auf die Hauspunkte gucken. Wir haben noch Vorsprung, aber nicht mehr sehr viel. Da habe ich halt schlecht gewirtschaftet, das weiß ich. Ich verliere halt bei Harry Potter Spielen immer eine Menge Hauspunkte, weil ich immer beim Rumschleichen erwischt werde. Ja, ich dachte vorhin erst, es wäre Colin Creevy. Nicht von der Handlung her. Da war ja klar, dass es Justin sein müsste. Aber die Figur in dem Spiel sah halt eigentlich so aus wie Colin Creevy, den wir da im Kerker befreit hatten. Und deshalb dachte ich, den hätten sie jetzt genommen. Weil im Spiel kann man sich jetzt nicht unbedingt drauf verlassen, dass die sich an die Vorlage halten. So, ich gehe jetzt mal hier in den zweiten Stock und Dumbledores Büro ist ja im dritten. Und dann gucken wir, ob wir da nochmal rein können. Ey, wehe, wenn nicht. Dann bin ich echt sauer. Doch, wir können rein. Okay. Dann müssen wir jetzt leider nochmal komplett durchrennen, aber ich möchte in sein Arbeitszimmer... Oh.
und gucken, ob da wirklich noch diese eine Truhe steht, die man da im Hintergrund gesehen hat. Wenn man direkt durchläuft und nichts absuchen muss, ist man ja schnell da. So. Hier irgendwo. Da! Eine Bildkarte. Juhu! Wer ist das denn? Gulliver Pokeby, 1750 bis 1839, Experte für magische Vögel, konnte als erster den Gesang des Augureis deuten. Augureis sind grün-schwarze Vögel aus Irland. Man sieht es hier auch, die so einen wummernden Gesang haben und die Regen ankündigen anscheinend durch ihren Gesang. Und kann man alles nachlesen in Fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind. Gut gemacht, du hast alle 5 Tierwesen-Bildkarten gesammelt. Du kannst dir jetzt die Tierwesen in deinem Notizbuch ansehen. Ah, ein Bestiarium. Das machen wir gleich, aber erstmal will ich zu Forks. Das ist also Forks, der Phönix. Ich dachte, die wären ausgestorben. Ein Phönix wird immer wieder geboren, das stirbt nicht aus. Also gut, irgendwann, glaube ich, stirbt auch ein Phönix. Unsterblich sind sie nicht, aber... Und sie sind halt sehr, sehr selten, ne? Okay, das war jetzt dann noch eine rote Bohne. Mehr ist ja auch nicht, aber ich wollte halt unbedingt diese Bildkarte haben. Und da fehlt uns jetzt tatsächlich nur noch eine einzige. Wir können nochmal ganz kurz draufschauen. Die allerletzte. Und das ist halt echt ärgerlich. Ich werde dann vielleicht jetzt nach dieser Folge nochmal recherchieren, ob es wirklich keine andere Möglichkeit gibt, die zu bekommen. Aber wahrscheinlich nicht. So, Tierwesen. Da haben wir jetzt einen neuen Menüpunkt. Und hier können wir uns jetzt... Ein Gütrasch? Auf den Hogwarts-Länder rein. Okay. Und die orange Schnecke, die hatten wir, glaube ich, schon mal. Oder? Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Die anderen Gegner, die sind uns alle begegnet. Aber den Gütrasch oder Geitrasch, den hatte ich jetzt noch nicht im Spiel. Ich bin jetzt auch nicht so sehr scharf drauf, muss ich sagen. In anderen Spielen waren das immer ein bisschen widerliche Gegner. Okay, jetzt haben wir aber das ja auch abgearbeitet. Und, wir sollten, glaube ich, ins Klo kommen. Sehe ich das richtig? Entschuldigung, ich muss nochmal nachgucken. Ja, Toilette, maulende Myrte. Da wir sowieso ziemlich am Ende sind, also am Ende bin ich sowieso, würde ich sagen, ich bringe mich in Position vor das Mädchenklo. Und da geht es dann in der nächsten Folge weiter. Aber noch sind wir ja nicht da. Es läuft gerade. Ich glaube auch, wie gesagt, dass es jetzt wieder relativ zügig geht, bis man am Ende ist. Ich hatte ja mal gesagt, ich habe ein Let's Play gesehen, da hat es eine in 20 Parts geschafft, in jeder Part eine Viertelstunde. Ich gehe aber ganz stark davon aus, dass die eben nicht diese ganzen Bohnen, Herausforderungen und sonst was gemacht hat. Oder das Spiel sehr gut kennt. Ich habe ja auch viel Zeit mit Rumsuchen verbracht. So. Porträtzimmer, Bibliothek. Nein, wir müssen noch eins nach oben. Nee, wir müssen doch gar keins mehr nach unten. Stimmt doch gar nicht. Da, Toilette, maulende Myrte. Da gehen wir morgen rein. Bis dann. Tschüss.